Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir den G31. BMW neuer 5er 530D Kombi. Vierradantrieb, Ausstattung Luxury. Warum, fragt ihr euch, fahren wir heute mit dem Auto? Wir suchen im Endeffekt, wie ihr letztens schon gesehen habt, für unser Zugtier, den X5, einen Nachfolger. Und dann wird ja die Alternative der neue 5er. Den wir jetzt heute Probe fahren und mal testen. G31 zum F11. 7, 8 Jahre. Im Endeffekt die Elektronik. Ich habe ein bisschen rumgespielt, geguckt und so weiter. Ja, ist eigentlich das Gleiche, was wir auch schon hatten. Ja, wir können jetzt übers Menü die Klima ein bisschen einstellen, im Gegensatz zum alten. Dass wir jetzt sagen, wir können den Oberkörper ein bisschen wärmer oder kälter machen, den Bereich. Das ist alles so nochmal einen draufgesetzt. Wenn man es braucht, weiß ich nicht. Bestimmt irgendwelche Feingeister finden das super. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt im täglichen Leben wirklich ausspielt. Dann sind natürlich die Assistenzsysteme beim G11, G10 dementsprechend auf den neuesten Stand gebracht. Das heißt, wir haben einen Lenkassistenten, wir haben eine Distronic drin, Radar gesteuert. Das heißt, wir können jetzt die Geschwindigkeit auf dem Tempomaten einstellen und erhält dann automatisch den Abstand zum Vordermann. Wenn Bahn frei ist, beschleunigt er wieder zu der von uns eingestellten Geschwindigkeit. Das ist sehr angenehm. Ja, dann haben wir natürlich, das hatten wir auch in dem alten Modell hier schon, den sogenannten Fahrerlebnisschalter. Da ist auch neu, dass wir jetzt praktisch die Eco Pro haben, die Komfort und die Sport. Was ist wirklich neu? Adaptiv. Auf die Fahrsituation. Das heißt, ich denke mal jetzt, wenn wir jetzt weich fahren, müssen wir gucken, ist er sehr schön gefedert. Ist also auch zum gegenüber dem F11, F10 komfortmäßig ein großer Sprung wieder gelungen. Das Auto fühlt sich sehr komfortabel an, gleitet förmlich über die Straßen. Gullideckel werden ausgeglichen. Haben wir sonst technische große Änderungen? Wir haben den 3 Liter Diesel hier drin. Dreht auch sehr schön wieder hoch, also ist auch noch mal eine kleine Verbesserung. Vielleicht haben sie da auch noch ein bisschen nachgelegt. Automatik, Getriebe, Elektronik, fühlt sich sehr harmonisch an im Endeffekt. Lenkung ist in Ordnung, gibt Feedback vom Ambiente hier im Fahrzeug. Wir haben das Luxury-Paket. Eigentlich kann ich Holz ja nicht mehr sehen, sage ich immer, aber das sieht schon schick aus hier mit dem Alu, mit dem geschliffenen. Werdet ihr gleich sehen, wir werden das Auto natürlich auch mal zeigen, wie es aussieht. Mit dem Holz sehr schön. Dann haben wir das im Luxury-Paket enthaltene Armaturenbrett mit den angedeuteten Lederoptik. Das heißt, man kann sich jetzt eigentlich die 2000 Euro für das Armaturenbrett sparen. Nimmt dieses aus der Luxury. Da ist das im Paket mit enthalten. Sieht sehr schön aus. Überhaupt das ganze Verarbeitungsniveau, wo wir ja letztens den Tesla haben, das ist hier nochmal wirklich eine ganz andere Welt wieder. Wirklich, also da hat BMW auch nachgelegt, ich würde sagen, zumindest mit Audi gleichgezogen, wenn nicht sogar überholt. Wenn wir uns das hier drin angucken, sehr, sehr schön. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der Wagen fährt von der Sache her. Wie er einlenkt, wie er bremst, wie er sich anfühlt. Jetzt können wir hier natürlich auch nicht das supersportliche Fahrverhalten erwarten. Wir haben eine Rückfahrkamera drin. So, und jetzt fahren wir mal unsere Hausstrecke hoch. Fahren wir ein bisschen zügiger. Auto liegt gut am Gas. Geräuschniveau ist sehr angenehm im Fahrzeug, ist also jetzt nicht laut. Selbstverständlich, wie ich jetzt schon merke, Fahrwerk ist natürlich wieder untersteuern ausgelegt. Was wieder schön ist, ist wieder die 8-Gang ZF-Automatik verbaut in dem Fahrzeug als Sportautomatik. Das heißt, wir haben hier am Lenkrad auch die Pedal, wo wir dann eingreifen können. Zeigt er hier im Display dann an M5, manuell 5, manuell 4, manuell 3. Wir haben ja mittlerweile keine analogen Instrumente mehr im 5er BMW, voll eingeblendet im Endeffekt. Das ist ganz nice gemacht. Das heißt, wir haben hier am Fahrerlebnisschalter zum Beispiel wir fahren jetzt auf Komfort.
dann sieht das so aus. Ich habe jetzt eine Lupenfunktion eingestellt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die 2000 zu, ihr seht ihr das, oder 3, dann werden die kurz größer, die Zahlen. Sehr angenehm, gerade wie so ein Blindfisch, wie ich das bin. Sehe ich jetzt auch bei diesen Armaturengestaltungen im Gegensatz zum Vorgängermodell oder zum aktuellen X5, den ich fahre, kann ich das auch jetzt ohne Brille erkennen. Ist wirklich fortschrittlich. Dann können wir uns das mal angucken, wenn wir jetzt die ganzen Sachen durchschalten. Dann haben wir hier zum Beispiel den Eco Pro, zack, und dann wird das alles schön blau hinterlegt. Es wird angezeigt, ob wir Sprit verbrauchen. Jetzt hauen wir richtig fett raus, über Gebühr, über Durchschnittsverbrauch. Und jetzt fahren wir im Plusbereich. Das heißt, er charge, ja, was heißt er charge? Er charge nur die Ladebatterie, er hat ja keinen Hybridantrieb. Ja, dann haben wir den nächsten Modus. Das ist dann der Komfortmodus. Schalten wir den mal ein. Haben wir hier die Armaturen, die dann standardmäßig weiß sind. So, und dann haben wir natürlich noch einen meiner Lieblingsmodis. Das ist der sogenannte Sportmodus. Den drücken wir jetzt auch mal. Bam. So, und in dem Moment geht das Armaturenbrett, unsere Anzeigen, auf Rot. Und hier können wir den Sport, zack, Schalter wieder zurück. Zeigt er uns kurz an, in welchem Modi wir sind. Das macht er in jedem Modi. Und haben dann hier eine sehr schöne rote sportliche Darstellung. Das ist wirklich schön gemacht, sieht gut aus. Der nächste Modi ist dann der Adaptivmodus. Der Adaptivmodus, das Fahrzeug erkennt meine Fahrweise. Wenn ich sportlich fahren, stellt er die Dämpfer sportlicher, Lenkung straffer, Gas straffer. Sieht er, dass ich nur dahin gleite, macht er alles auf Soft, Dämpfung, Lenkung, Gas. Wollen wir mal gucken, welche Farbe der Adaptivmodus hat. Ich bin selber gespannt. Ja. Langweiliges Weiß wieder, da ist den Ingenieuren dann die Farbe sozusagen ausgegangen. Ich sehe gegenüber dem Komfortmodus, ich will nochmal wechseln, nochmal gucken, sehe ich da einen Unterschied? Nein, Komfortmodus und Adaptivmodus hat keinen farblich dargestellten Unterschied. Schade, Farbe ausgegangen. So vom Fahren her, merke ich das jetzt, dass ich im Adaptivmodus bin? Ja. Er macht ein bisschen Halt. Merkst du das praktisch über die Bewegung, wenn du so reinbremst in die Kurve, der Stoß dann nach vorne macht ein bisschen mehr zu. Wir kriegen ein bisschen mehr Druck auf die ganze Geschichte. Ich schalte nochmal wieder in den Komfortmodus zurück, ob wir das dann wirklich auch merken. Ja, er knickt dann vorne ein bisschen mehr ein beim Lenken etc. Lenkwinkel wird etwas gut. Das merkt man schon. Wo jetzt so Kollegen, die jetzt wirklich so ein rudimentäres Gefühl fürs Auto haben, die werden das nicht merken. Ein bisschen Feingefühl muss man schon haben dafür. Dann merkt man das im Endeffekt. Wir probieren das nochmal aus. Wir schalten jetzt mal auf Sport. Zap. Gucken mal, wie das sich jetzt anfühlt. Und dann merken wir schon von der Gaspedallinie, vom Lenkwinkel ist das etwas sportlicher eingestellt. Nicht übertrieben. Auch in der sportlichen Im Sportmodus haben wir immer noch einen sehr schönen Restkomfort. Nicht mehr so wie früher, dass es denn so rumpelt im Endeffekt im Auto. Man hat die eine Fahrtfunktion, hat man den überhaupt eingebaut. Nein, man kann den Sportmodus auch nutzen, ohne sich irgendwelche Bandscheibenverletzungen zu holen. Und trotzdem ist das Auto sportlicher geworden. Ich persönlich würde die Spreizung der einzelnen Fahrmodis gerne noch etwas größer sehen. Gerade im Sportmodus vielleicht noch etwas mehr. Dass dann vielleicht auch noch der Vierradantrieb ein bisschen mehr dadurch beeinflusst wird, dass vielleicht noch mehr Kraft nach hinten geht. Ja, das fühle ich jetzt nicht. Vielleicht fahre ich noch ein bisschen zu kurz dafür. Aber ich bin der Meinung, es könnte ein bisschen sportlicher sein. Die Spreizung war sehr schön. So, dann haben wir, was auch sehr schön ist und sich weiterentwickelt ist, das Head-Up-Display, was wir haben. Gucken wir mal, ob wir das auch noch mal in der Kamera einfangen. Mal gucken, wie sich das zum Beispiel im Eco Plus verändert. Da haben wir das Gleiche, dass das Head-Up-Display praktisch die Farben annimmt aus unseren Anzeigen. Das passt. Wir haben im Endeffekt eine schöne Navigation in vollen Farben. Wir kriegen eingeblendet jetzt im Eco-Bereich zu schwerer Gasfuß, runter vom Gas, blendet er dem Fenster ein, war aber auch aus den Vorgängermodellen bekannt. So, wir schalten wieder ein. Sport haben wir. Dann nehmen wir das Individualprogramm. Das hatte ich schon hinterlegt. Da haben wir alles auf Sport geschaltet. Getriebe schalten wir auf.
von D rüber auf Sport. Das zeigt er uns hier oben an. Wir haben D. In dem Moment geht er auf S1. Jetzt spannen wir das Gerät wieder vor. Das heißt, wir treten ordentlich auf die Bremse und ordentlich aufs Gas. Spannen ihn mit 3000 Touren vor und ab geht's. Und? 5,7. Limitiert sogar einen Schaltdruck. Weißt du? So, wollen wir uns den 530 XD den neuen mal von vorne angucken. Was mir sehr schön gefällt, ist die, komm mal ein bisschen her, erzählen wir ein bisschen aus der Position raus. Unten sehen wir den Radar für den Abstands, für die Abstandsmessung. Dann haben wir diese schöne 3D-Optik in der Niere, was sie gemacht haben. Das Fahrzeug ist ausgestattet. Daniel, raus hier. Das Fahrzeug ist BMW Adaptiv LED. Was heißt das? Das heißt, wir haben komplettes LED-Licht. In diesem Fahrzeug als Sonderausstattung sogar die Nebelscheinwerfer in LED. Das bedeutet, wir haben mitlenkende Scheinwerfer und die blenden den Gegenverkehr. Auf der Landstraße müssen wir das Fernlicht nicht immer ausschalten. Wir können es eingeschaltet lassen. Der Sensor erkennt, dass entgegenkommender Verkehr da ist und blendet diesen dann sequenziell aus, sodass der nicht geblendet ist. Dann gucken wir uns noch mal den Kofferraum an, was ja beim Kombi elementar wichtig ist. Geht selbstverständlich heutzutage alles elektrisch. Zap! Das Rollo geht automatisch mit hoch. Nicht mehr wie wir früher, denn das Rollo hatten, mussten das Rollo immer noch beiseite machen. Ja, wir haben eine Befestigungssystem, wo wir Sachen festschnüren können. Wir können diese verschieben. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob das Serie ist oder Dings, müsste ich selber mal erfragen, habe ich noch nicht nachgefragt. Dann haben wir hier unten ein kleines Fach, was wir im Endeffekt noch haben. Und hier müssten wir noch ein größeres Fach haben. Ja, größer ist gut. Auch sehr flach, das Fach. Was wir auch haben, früher musstest du halt hingreifen, heute greifst du halt hier drauf und der Sitz ist lose. Ziehen und die Sitzbank klappt um, im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Da haben wir natürlich wieder die automatisch schließende Heckklappe. Dann haben wir die Auspuffrohre. Wir haben heute bei den neuen BMWs, hatten wir früher den 3 Liter, zwei Rohre dort. Jetzt haben wir schon beim 3 Liter, wie damals bei den 335i, das Doppelrohr. Wenn wir heute den 540i oder 540d nehmen, haben wir hier auch ein Doppelrohr rechts-links in Rauteform. Und jetzt der 8-Zylinder, die laufen dann von innen nach außen verjüngt. Oder beim 8-Zylinder genau umgekehrt. Das sind dann die heutigen Erkennungszeichen für die Endrohre. Also hier, wir haben kein 540, 535. Nein, wir haben ein 530XD und die haben jetzt auch jeweils rechts und links die Rohre. Etwas inflationär in meinen Augen, wie bei Audi, da fahren ja schon die 2-Liter-Modelle teilweise mit Doppelrohr hinten rum. Ich fand das immer ein sehr schönes Erkennungsmerkmal damals für die großen Motorisierungen. Ist jetzt gegeben halt durch die Form. Fazit: BMW 530 XD G31. Ein wirklicher Ersatz oder Nachfolger vom X5. Also wirklich schönes Auto, ein frisches Design drin, top verarbeitet. Der beste X-Drive von BMW, den ich bis jetzt gefahren habe. Hecklastig, ausgelegter Antrieb. Du kannst sogar das Ding leicht mit der Hinterachse lenken und so weiter. Also wirklich fantastisch, wesentlich besser als die älteren Modelle. Einzige Problem ist die AHK. 2 Tonnen Zuglast.
Das ist ein bisschen wenig. Wir bräuchten schon 2,5, 2,8, wenn wir mit Autos, mit dem Autotrailer fahren, mit Fahrzeugen drauf. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht eine Anhängelasterhöhung bekommen. Sonst ist das Auto wirklich schön, komfortabel, leise, unaufgeregt, einfach schnell. Das Auto, selbst wenn du es ein bisschen überfährst mal oder sowas, macht dir keine Angst. Es liegt super in der Hand, völlig berechenbar, strahlt eine Ruhe aus beim Fahren. Also wirklich ein optimaler Reisedampfer. Problem, wie gesagt, die 2 Tonnen Anhängekraft. Da wollen wir mal sehen, dass wir das eventuell gelöst bekommen, das Problem. Und ich würde vielleicht in der heutigen Zeit, ja, Diesel, jetzt nicht, weil der Diesel so in Verruf gekommen ist, sondern weil wir die schönen Turbobenziner haben, auch richtig mit Bums. Wenn du beim alten Modell oder davor bei dem Modell, beim F10 oder E60 einen Benziner haben wolltest, da gab es doch die Turbomotoren nicht so in dem Sinne, wie es jetzt gibt, wie sie Einzug erhalten haben. Jetzt im F10, F11 haben sie Einzug erhalten. Das heißt, jetzt ein 540i oder ein 550iX, das denke ich, wären die schönen Modelle. Und wie gesagt, nicht weil der Diesel unsauber ist oder ähnlich oder Benzin sauberer ist, sondern einfach ein Benziner einfach ein bisschen ruhiger noch ist, leiser ist, ein höheres Drehzahlband oder mehr Drehzahlband hat als der Diesel im Endeffekt und fast den gleichen Drehmoment wie der Diesel unten raus. Also ein echter Kandidat. Lasst euch überraschen. Wir werden das Ding entscheiden jetzt in den nächsten 2-3 Wochen und ich hoffe, dass wir ihn dann zu Weihnachten bekommen. Und dann zeigen wir euch, was es geworden ist. Danke fürs Zuschauen. Und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao!